aus dem Center. Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warships. Wir sind heute mit den Russen unterwegs, die sind nämlich gerade erst neu rausgekommen, heute mit dem Update. Und natürlich bin ich nicht alleine unterwegs, sondern ich habe den lieben Momoblock und den lieben Big D dabei. Hallihallo ihr beiden. Guten Abend. Oh, geil. Wunderschönen guten Abend. So, du kriegst erstmal einen Glücksschuss da hinten. Oh, danke. Darf ich dir auch einen geben? Nein. Ist verboten, ist untersagt. Glücksschuss. Birk gibt natürlich hier keinen Glücksschuss, sondern die Glückssalve. Oh, da hinten haben wir schon die... Die Kongo, oha. Ja, aber ich komme noch nicht ran. Ja, jetzt komme ich ran. Immer schön in Brand setzen. Ja, ich komme immer noch an den Kongo ran. Dessen hast du dran? Ich komme ran. Ja, ich bin ja klein, ich muss ja Brand nutzen. Ja. Ich bin auch geklärt worden. Ich auch. Die Kongo dreht übrigens. Hab's im Brand gesteckt. Ja, ich komme ja nicht dran. Ich atme mal lieber rum noch. Ja, in der Kongo kommen wir immer nicht dran. Oh, wir fahren. Ja, da war was, überhaupt. Ja, komm nicht dran. Also ich komme die ganze Zeit dran. Mega witzig auf jeden Fall. Ja, du hast auch bestimmt schon die Verbesserung dafür alle. Oder? Ja, also. Ist ja auch erweitertes Geschütz mit drin und alles. Jetzt bin ich auch reingekommen, aber die ist jetzt weg. Also drin. Jetzt ist sie wieder weg. Auf jeden Fall sehr große Schiffe haben wir hier teilweise. Aber ich finde es gut, dass sie beidseitig so gute Geschütze hat. Brauchen wir nicht um 180 Grad wieder drehen. Oh, die kommen gut. In Brand gesetzt. Ich bin noch dabei. Ach, da ist doch noch. Ja, ich krieg's hier gerade von beiden Seiten. Na, ich kümmere mich hier gerade um die Isushi. Ich hab die Kongo von den beiden. Ja, ganz stark gegen halt. So, die ist auch hin. Sehr gut. Dann nehmen wir mal die Kongo unter Beschuss. Das war der Kongo. Oh, ich habe ein Defensivgeschütz ausgeschaltet, hätte ich mal gesagt. Sekundärgeschütz.
Ja, ich hab den ganzen Zeit gespottet und der ist jetzt weg. Ja, warte, ich kann sie dir wieder spotten. Kongo. Danke. Ich lebe in Seite. Die legt den Rückwärtsgang ein. Jetzt fällt sie wieder vor. Ich hab sie erstmal in Brand gesteckt. Ja, ich geb noch Explosiv auf. Ja, aber du hast einen relativ niedrigen Rohrdurchmesser, deswegen würde ich auf Explosiv gehen. Dann kannst du die schön in Brand stecken. Kannst du auf einmal schießen, ne? Indem wir alle gleichzeitig nachgelandet sind, dann tippe ich zweimal schnell drauf und dann sind alle abgeschossen. Ach so, okay. Ah. Okay. Ah, die Kongo ist jetzt bei mir außer Reichweite. Bei mir ist er noch drin. Ich bin dort. Ja, hab ich gesehen. Aber ich hab auch noch ein paar Hits von mir gekriegt. Ja, die steht auch gut in Flammen. Und gleich steht sie. Da stehe ich bei den Russen auch relativ gut, dass die Schüsse so steil kommen. Ich hoffe, dass ich sie noch einmal in Brand stecken kann. Immer leuer, was die so treibt. So, ich hab's nochmal in Brand gesteckt. Scheiße, jetzt hat meine Zitadelle getroffen. Eventuell schaff's sogar noch down zu kriegen. Nee, schaffe ich nicht mehr, glaube ich. Doch, wir hätten ultra lange Nachladezeit, denk dran. Ja, aber ich musste dafür jetzt noch in Brand stecken. Nicht unbedingt. So, ich hab's nochmal im Brand gesteckt. Das kann sie erstmal jetzt nicht löschen. Ja. Ist halt in sie. Also, noch kriege ich Schaden. Also, bei mir müssen wir hin. Naja, aber durch das Feuer kriege ich immer noch Schaden. Soweit ich weiß, kann das auch jetzt erstmal nicht löschen. Ja, ich hab ihn gekriegt. Nice. Dann kommen wir jetzt zurück. Schön. So, Freunde, dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde wieder. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir in der zweiten Runde. Wir haben diesmal Unterstützung von der guten alten deutschen Kriegsmarine hier in Form der König. Gucken, was wir mal so reißen in der Runde. Wir haben uns hier auf jeden Fall die Erweiterung gegönnt. Also Stufe 3 Schiff. Mal gucken, was wir damit ausrichten. Das hat jetzt auch endlich mal Torpedowerfer drin. Sag mal. So. Stellt sich erstmal quer und gibt uns Feuerschutz. Ja, ich muss auch mal ein bisschen knallen. Wenn ich schon bei den Rest nicht knallen durfte. Seid ihr, kommt was? Jo.
gesehen, Königsberg. Ja. Da hinten kommt noch etwas. So. Oh, ich habe sogar einen guten Treffer gelandet. Ja, die kollidieren sich da erstmal. Sehr gut. So, die Königsberg ist in Brand. Ja, die eine ist gleich. Sollte weg sein. Naja. Komm, mach schneller, 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 schneller. Die eine ist gleich weg. Mhm. Das kann ich euch sagen, dass sie gleich weg ist. Wieder. Weil die geht. Ich setz grad den Rückwärts dann rein. Sind aber auch schon Top-Peders hin. Vorhin? Einer hat getroffen, zweiter auch. Da kommt ein kleiner, kleiner Zick auf. Mhm. Er bremst aber. Mal Spray vorher gemacht, vielleicht krieg ich ihn nur. Mhm. Ne, kein Treffer. Also ich bin hier fast down. Er ist aber in B drin. Er ist in B drin. Mhm. Kann ich schon mal sagen. Da hätten wir sonst die andere König. Da kann ich mal die leise guten Tag sagen. Für die ist sie jetzt auch. Na, jetzt ist sie wieder so. Ne, die ist nicht. Die ist etwas zu schnell, die kriege ich jetzt einfach nicht. Okay, bleib schön, wir konzentrieren das Feuer auf dem Königsberg. Ich habe ein kleines, aber feines Problem. Wieso? Ich krieg einen kleinen Zerstörer. Hm? Als Besuch. Musst du warten, bis er sich querstellt. Und dann volle Kanne drauf auf die Mitte zielen. Zerstörer, kein Geschick. Ich krieg von dem anderen Zerstörer gleich einen kleinen. Oder der Film, die dein Held ist. Ich werde dann gut. Ja. Ich will mich doch die Eltern ein bisschen Wand setzen. So, ich habe hier getroffen. Hier ist die Königsberg. Ja, die König hat mich gerade gehittet. Die Königsberg meinte ich. So, ein ja, Hauptturm. Ja. Sehr gut. Die andere, die ist One-Shot, die musst du nur treffen, Birkswin. Die Griffno. Sehr schön. So. Hast freies Schussfeld. Ist der König? Achtung, du kriegst dann von der linken Seite Besuch, hätte ich mal gesagt. Fahr mal am besten in den. Einmal eine Kehrtwendung machen nach rechts. Nach rechts. Anderes rechts. Da musst du den Geschütz aber wenden. Nur falls ich auf Randkurs. Was meinst du, was ich gerade tue? Achtung, Torpedos. Ja. Ich hätte sie nicht kriegen können. Wer lebt denn noch von uns? Oh, nur noch der eine Kleine.
Also. Von uns drei keiner mehr. Nee, doch, aber... einer gibt's noch. Ja, aber. Von uns drei. Ja. Also. Dann sehen wir uns gleich in der letzten Runde wieder, Freunde. Bis gleich. Ein wunderschönes Schaschen. Komm in der letzten Runde. Ich mach mal die letzte Runde als eine Kündigung. Bitte gerade bitte gleich das Server verlässt, damit ich mal den beiden netten Herren mal ein bisschen was am Wasser reicht. Ich würde mal gerade sagen, dass du eher von uns Hilfe brauchst, weil du kleines Schiffchen da mit der Nussschale, du bist ja nach drei Schüssen versenkt. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, was soll denn das heißen? Also, du ich brauchst nicht rauf und alles geben. Nee, was soll's? Ja, das stimmt natürlich. Hier kriegst du einen Glücksschuss. Wenn meine Artillerie mal treffen würde, vernünftig. So. Eins davon. Der Glücksschuss darf natürlich nicht fehlen. Ja, der hat auch getroffen. So, dann bräuchten wir dann gleich einmal eine Nebelwand von der Spitze von A bis A bitte rein. Also einfach straight jetzt rein zu A. Nein, noch nicht. Nein, ich meine ja straight einfach in der Mitte nach A rein. Ja. Okay. Ich reihe mich mal zwischen. Ich weiß nicht, was wir dazu sagen. Warte, wie war das? Achso. So. Vorsicht, da kommen Geschosse angeflogen. Ne, wir waren setzen. Bis an. Gut. Nehme ich das erste Flugzeug. Gehe ich dir mit hinter deinem mal mit. New Mexico ist hier. Ja. Den nimmst du dir jetzt mal vor. Ja, ich bin auch aufgeklärt. Ihr habt eure Nebelwand in die Mitte rein, bitte sehr. So, wir nehmen uns erstmal die Grasse vor, Blocksman. Alter, nee. Alter, schau weiter. Ich komme mit Lizenz zurück. Ja. Weil ich hab nur noch 100. Alter! Die waren damit keine Ahnung was. Pass auf, da ist noch ein kleiner Zerstörer mit drin. Ja, ich seh's. Das war leider das Knack. Wie können wir mich sehen? Durch deinen Schüssen. Und den abgibst. Und die neue Wand geht hinter dir weg. Ich will mal eben sagen. Aha. Da vorne ist der kleine Zerstörer. Das war's genau. Jetzt sieht aber eine Nebelwand. Ja, ich bin leider nicht mehr da, ich kann keine Nebelwand sehen. Naja, ich wollte auch nur für meine Zuschauer gesagt haben. Alter Schwede. Vier Leuten. Ja, ich weiß. Aber ich hab den Einwesen zur Wand geschickt. Ja, aber ich guck noch mal hier kurz, ob wir meine Torpedos treffen. Ja, ja. Ob da irgendwas kommt. Ich hoffe es. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe einen getroffen. Sehr gut. Der hat schweren Wassereinbruch. Das war nämlich ja, der kleine Pisser. Ja. Oh, wie ich diese kleinen Schiffe manchmal hasse. Jetzt gehen sie natürlich alle auf den da hinten drauf. Da wird es auch nicht mehr lange leben, glaube ich. Aber ich würde mal sagen, Freunde, wir sind am Ende der Folge angekommen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Auch ein Abo beim lieben Momo-Blog da lassen. Link ist unten in der Videobeschreibung, genauso wie der letzte Teil. Schaut auch gerne in die Playlist, da sind auch die ganzen anderen Teile verlinkt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao.